Der Turn 2 Schrein ist auf alle Fälle schon mal vielversprechend. Okay. Jetzt kommt jetzt das Agro Metal Craft Deck. Das jetzt noch ein Porzellan Legionär daneben klatscht. Das wäre auch sowas gegen, dass mein Deck eigentlich nicht so gut ausschaut, weil es halt einfach so langsam ist. Nicht ein Legionär. Noch hat er. Gutshot, Gutshot und Marrow Shard aus dem Sideboard schreien schon. Ich werde vermutlich jetzt nicht irgendwie was anderes ziehen, nächste Runde gleich was davon abstellen müssen. Das ist ein interessanter Archetype. Ich denke, der kann sogar echt gut funktionieren, weil die Scourges nimmt ja keiner. Die toppt da wohl auch nicht so hoch. Und dann hat man noch den blauen Unblockable Trespasser. Aber das größte Problem, denke ich, ist, es gibt halt kein Common Equipment, mit dem man seine Typen ein bisschen boosten kann. Das heißt, sie werden nie größer als das, was sie jetzt hier sind. Kann den Schrein legen oder ich kann schießen. Wenn ich nicht schieße, gehe ich auf 13 und gehe dann auf 11 durch den Driller und dann kann ich auch den Caress nicht mehr spielen. Oder vielleicht nicht mehr spielen, deswegen denke ich, besser zu schießen. Und es ist vermutlich besser in meiner Runde zu schießen, weil es gibt keine Haste und falls er dann Mutagenic Growth hat und das Ding retten kann, dann nehme ich dadurch wenigstens nicht noch zwei Schaden mehr. Ja. So, wenn ich den Scourge pinge, stoppe ich die Clock und das ist, denke ich, besser als den First Strike zu removen, weil der stört mich gerade eh nicht so, weil ich vermutlich nächste Runde das Implant drauf spiele. Also, selbst wenn er jetzt noch mehr Splicer-Typen legt, naja. Solange er jetzt nicht Landmaster Splicer macht, dann wird es problematisch. Ne, einfach noch ein Scourge. Weiß? Nein. Der Sealot macht gerade gar nichts. Und meine Optionen sind im Endeffekt nur Schrein oder Implant. Dann spiele ich lieber das Implant schon mal vorne weg, falls er eine Möglichkeit findet, den Typen irgendwie zu killen. Und wenn der weg ist, wird dadurch auch mein Sealot erstmal aktiv. Ja. So, er greift jetzt natürlich an. Mit dem Golem. Ja. Aber ich will die drei Schaden nicht nehmen. Wenn er ein Removal, das, wenn er eins schießen kann, dann muss er das jetzt die Runde getopdeckt haben, sonst hätte er letzte Runde schon angegriffen. Ja. Also, wenn ich jetzt noch ein Land ziehe. Ja, sehr gut. Ich denke mal, der Raptor ist besser, weil er den Flieger stoppt. Und ja, mir ist bewusst, dass ich meinen Gegner schon wieder wegscrewe. Weil ich mir vorstellen kann, okay, grün. Oh oh. Immerhin, wenn er jetzt Leeching Bite hat, stirbt sein Scourge trotzdem dann an dem einen Infect-Counter vom Raptor.
Deswegen finde ich, führt kein Weg vorbei, daran zu blocken. Und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn von mir irgendwas stirbt. Mir geht es eigentlich hauptsächlich um mein Live-Total. Zum Nachladen habe ich genug. Und das Leeching Bite sorgt, wie gesagt, dafür, dass der Scourge auch stirbt. Ja, das erlaubt ihm im Endeffekt nur einen 2 zu 1 Tausch zu meinen Gunsten. So, jetzt. Denke ich, ist es nicht so wichtig, den Raptor zu spielen, sondern ich habe lieber den Killspell schon an Bord. Falls er irgendwas auspackt und fange an, nach meinen Spoilern zu suchen. Der Raptor kann warten. Und eventuell kill ich ja auch nicht mit Poison. Ja, in dem Deck nicht so sicher, aber eigentlich die Non-Poison-Kreaturen sind ja hauptsächlich als Removal und Blocker gedacht und die Poison-Kreaturen als Finisher. Aber naja, ich tippe mal auf den Splicer. Okay. Gelingt. Oh, der Talisman ist cool. Spielen aber lieber erst nächste Runde. Ich jetzt den Caress oder den Raptor spielen? Ich spiele lieber den Caress, um mehr Mana zu ziehen, um effektiver angreifen zu können. Und dann, wenn ich mit Ländern kann, ich dann nämlich nächste Runde zwei Sachen spielen. Ja. Die drei Leben kann ich mir ja noch gerade so erlauben. Oh ja. Mit dem Schwert gibt es auch wieder Leben zurück. Und dann kann der Silat. Angreifen. So. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Zweimal, einmal. Ja. Weil es natürlich gut sein kann, dass er jetzt Glissa Scorn hat, weil viele Gründrafter wird es nicht spielen, wird es nicht geben. Und es gab für ihn ja bisher nichts, das sich jetzt gelohnt hätte wegzuschießen. Aber ich denke, das Risiko ist es jetzt mal wert. Und ich kann ja mit meinem Schein dann vermutlich auch so ein. Man würde Fallen finden. An Haste-Kreaturen gibt es nur den 4-2er. Aber mir ist trotzdem das eventuelle Risiko, dass er jetzt eine Haste-Kreatur hat, nicht so wichtig wie die 2 Schaden. Ja. Ich will lieber die Möglichkeit haben, gegen den Haste Panther zu traden, als dass ich mir jetzt hier 2 Schaden machen, weil das Late Game gewinne ich sowieso. Und wenn er jetzt keinen Scorn hat, ist es eh vorbei. Er flieht nicht nach Scorn aus. Oder? Ah, schade. Wieso überrascht mich das jetzt nicht? Aber ich kann leider meine guten Artefakte nicht alle ausborden. So, was kommt jetzt? Okay. Uncool. Würde ich mal sagen. Ist die Zeit jetzt gekommen, um nach Elishan Run zu suchen? Oder lieber nächste Runde? Ich kann jetzt Talisman legen und Raptor legen. Ja. Ich denke, ich suche nächste Runde nach Elish 9.
eine Karte oder die zwei Karten, die ich dann tiefer sehe, macht es einfach nochmal viel wahrscheinlicher. Au. Das ist nicht gut für mich. Jetzt muss ich leider fast den Doppelblock riskieren. Na, das überlege ich mir noch. Das kommt drauf an. Okay. Na, jetzt mit beiden Angreifen. Also den Driller macht er ja sicher weg. Wenn er jetzt mit beiden angreift, werde ich aber trotzdem nicht jumpblocken, sondern lieber angreifen, einen killen, dann bin ich halt auf 3. Mit dem Talisman gehe ich dann wieder auf 4. Das wird nochmal ziemlich knapp. Okay, wenn er jetzt mit beiden angreift und die Mine nicht benutzt, bevor ich blocken kann, dann werde ich natürlich nicht doppelt blocken, sondern werde einfach nur einen blocken. Das finde ich jetzt ziemlich idiotisch gespielt von ihm, aber das, die 3 Leben kann ich gerade sehr, sehr gut brauchen. So, jetzt wird es, denke ich mal, Zeit. Ich habe 5, 6, 7, 8 Mana, ich kann die beiden legen. Wenn ich Elish 9 finde, ist es dafür direkt Good Game. Und wenn ich das Schwert finde, wenn ich Remember the Fallen finde, ist es leider nicht direkt Good Game, weil der Typ ja blocken kann. Ja, aber ich denke, die Optionen sind schon ganz gut. Nehmen wir mal die. Hallo! Ich würde ihm jetzt empfehlen, den Driller in Response Deck zu schießen. Ja, nicht? Okay. Ich glaube, Elish 9 tendiert dazu, das Spiel an sich für sich alleine zu gewinnen. So, schauen wir mal. Irgendwas, was er ziehen kann, selbst wenn er jetzt Elish 9 irgendwie handeln könnte, Gang nur mit Enslave. Ja. Ich kann ja nicht. Ich will ja keine Leben zahlen. Ja, dann greife ich einfach nicht an. Ich habe ja Zeit. So. So, wir haben jetzt gesehen diese ganzen Splicer-Typen und die 1-1er, das heißt Gutshot kommt rein, Marrow Shards kommt rein. Der Leonin ist nicht so toll gegen das, was wir von ihm gesehen haben. Und der Caress ist knapp. Es kommt darauf an, wie schnell ich stabilisieren kann, dann sind die 3 Karten natürlich schon gut. Dann denke ich mal am ehesten noch den Soul Eater aus und dann passt das so, ja.